Und da bin ich wieder. Jo, jetzt wollte ich noch mal zum Thema Beschleunigerpumpe was erzählen. Und zwar, das ist ja ein Gleichdruckvergaser. Und der braucht eigentlich hier sowas. Wo haben wir es? Da, diesen Draht. Der wird hier normalerweise beim Gaszug mit betätigt. Da sieht man das Dingens, das kleine Rädchen. Und die brauche ich nicht, die Beschleunigerpumpe, weil. Moment, kann ich euch mal zeigen. Mache jetzt mal Motor an. So, wenn ich sie jetzt betätige, die Beschleunigerpumpe, dann geht er aus. Dann läuft er ab. So. Da sieht man diesen Draht, den biege ich jetzt nach oben. Geht gnadenlos aus. Ja, und wenn ich jetzt ganz normal Gas gebe, so, ganz normal. Also, der braucht eigentlich keine Beschleunigerpumpe. Ja, das ist Unsinn. Ja, braucht er nicht. Und daher habe ich es abgeklemmt. Jawohl. Na? Ja, also, ja, er braucht sowas nicht. Na, Gleichdruckvergaser braucht er nicht. Steigert nur den Verbrauch. Und ja, führt zum Absaufen, hat man ja gerade gemerkt. Und ja, na, ist Unsinn. Na? Ja, dann noch lieber so starten. Ja, also ganz normal, ohne diese Beschleunigerpumpe. Und ja, ist einfach besser. Ne? Das auf jeden Fall. Genau. Boah, ich muss den Motorsound nochmal hören. Er ist so genial. Bisschen Gas geben. Ja, guck, wie schön sauber der läuft. Und jetzt Gas geben. Jawohl, perfekt. Und das sieht auch richtig geil aus. Cool. Alles klar, liebe Leute. Jo, dann bis zum nächsten Video. Also wie gesagt, Beschleunigerpumpe braucht man nicht. Ja. Alles klar. Dann haut mal rein. Ciao. Okay.